Willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Pervert. So, wo waren wir? Okay. Oh. Stimmt, die Kiste. Stimmt, hier ist ja eine Kiste gespawnt, wo wir hier... Oder stand hier, als wir gekommen... Oh, das ist praktisch. Das ist sehr praktisch. So, wir haben wieder ein bisschen, Zeug. Jetzt muss ich mal gucken. Nee. Nee. Produktion. Das Fließband. Zement stellen wir gerade her. Oder sind wir gerade dabei herzustellen. Da fehlt uns natürlich jetzt noch ein bisschen was. Aber ich glaube, auch das haben wir gleich fertig. Oder? Ja, gucke mal einer an. Dann können wir hier ein Fließband herstellen. Und können mal angucken. Also wenn das Zement drüben fertig ist, wir machen das ja drüben auf der anderen Seite. Dann hat er jetzt endlich auch mal einen Job. Also einen richtigen Job. Weil dann können wir drüben alles, was wir am Fließband herstellen können, herstellen. Weil wir können die Pearl-Dinger herstellen. Aber dafür brauchen wir ja auch Saft, glaube ich, ne? Du bist noch dabei, ne? 100 Zement kommen da raus? Wie jetzt? Wieso kommen da 100 Zement? Ich habe doch so viel Zement gar nicht bestellt. Ich habe 10 gemacht. Sag mir nicht, aus einem Pearl-Saft kommt 10 Zement raus. Okay, aus einem Pearl-Saft kommt 10 Zement raus. Ich habe mich gerade gewundert, warum dauert das denn so lange? Wenn wir natürlich am Fließband jetzt herstellen können, dann. Zement. Dann. Ich will das halt auf die gleiche Höhe bauen. Bapp. Mal gucken, wo steht denn da. Die stehen ungefähr. Ich muss auch mal gucken. Der Fuß steht hier dran. So. Ja, ich würde es doch, dass ein Meter, also dass ein bisschen Platz ist. Ich habe auch keine Ahnung, wie das Ganze genau funktioniert. Ich habe es noch nie ausprobiert. So. Das steht. Boah, ist ja fast gerade. Wir könnten natürlich hier einfach mal zwei hier herstellen lassen. Dafür brauchen wir nämlich... Oh, dafür, stimmt, dafür brauchen wir... Okay, wir stellen mal zwei hier her. Mal gucken, was passiert. Okay, das kommt da raus. Und wo hole ich es ab? Ja... Steht da irgendwas, wie ich's, wo ich es abhole? Halten, arbeiten. Ich muss trotzdem dran arbeiten? Wozu habe ich dann ein Fließband? Ich dachte, das wäre ein Automatismus. Das hat mich 2 Energie gekostet. Okay, das sind halt die Werkbänke. Nur, dass ich an der hier alle Sphären bauen kann. Und jetzt gehen wir mal hier rüber. Und hier kann ich halt den Rest, alles Mögliche bauen, ja. Okay. Gut. Ja, dann ist das so. Ja, die antiken Bauteile bräuchten wir eigentlich noch. Ich weiß immer noch nicht, was ich damit machen soll. Schlachten zu... Streicheln zu schlachten. Ein geschlachtetes Pearl ist für immer weg. Ja, nee. Wenn dann werden die verkauft. Also ich werde keine Pearls schlachten.
Nee, 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 nee. Etwas kühl. Oh. Reicht da eine Beleuchtung aus? Das weiß ich nicht. Gucken wir mal. Ruhtempo 50%. Anscheinend nicht. Die Tonne haben wir noch nicht freigeschaltet. Mist. Na gut, dann ist das jetzt erstmal so. Okay, wir bräuchten dann, glaube ich... Was machst denn du schon wieder hier? Bei dir weiß ich nie, was du machst. Würdest du die hier anheizen? Oder was würdest du machen? Irgendwas passt hier nicht. So, wo rennt er jetzt hin? Er kommt nicht richtig, habe ich das Gefühl, an diese Kästen ran. Wir können natürlich Folgendes machen. Glaube ich, dass das geht ohne Probleme. So. Okay. Ja, zumindest klappt es, dass die rankommen. So. Dann... Okay. So, was machst du da? Hm. Keine Ahnung, was du da machst. So, wir sind wieder hungrig. Ah ja, davon haben wir hier noch. So, Eisen weg. Ja. Oh, was ist das denn? Pilzsuppe? Marinierte Pilze. Was ist besser? Das erhobt eigentlich wie Sprung, oder? Dann werden wir hier und werden wir hier, ja. Dann stellen wir hier doch einfach das her. Und so. Okay. Achso, wahrscheinlich machen wir keine Pfeile minus, weil wir ständig Pfeile finden. Kann das sein? Kann ich die Fackel da irgendwie... Lass mal einfach... Ja, obwohl, nee, das andere ist ja unsere Wohnung, sozusagen. Ja. So, Beleuchtung kommt dann hier ran. Keine Ahnung, warum ich dich gerufen habe, aber... Hey, wie geht's? Wie steht's? Alles klärchen, Popärchen. So. Muss man noch ganz kurz was nachgucken. Da. Sehr komisch, sehr komisch.
Gucken wir mal. Okay. So, morgens. So, jetzt haben wir das. Was können wir noch gebrauchen? Erstmal, was wir aufbewahren, brauchen wir jetzt erstmal nicht machen. Wir könnten natürlich eine Kühlbox bauen. Ich würde dich gerne bauen, dafür brauchen wir aber die antiken Bauteile. Wir haben jetzt die Pearl-Sphäre gebaut, wir haben jetzt dich gebaut als Fließband, damit brauchen wir diese Werkbänke nicht mehr. Dich könnte man noch bauen, ja, dann hätten wir hier... Und Pearl-Ausrüstung könnten wir hier auch noch bauen. So, dich würde ich einfach mal gucken, dass wir dich hier hinsetzen. So. Und dann kommt der Tisch hier. Den backe ich jetzt hier hin. So. Die Rap-Werkstatt kommt weg. Kommt hier daneben. Komm mal wieder her. So, dann braucht ihr hier nämlich gar nicht erst anfangen zu versuchen abzuhauen. So. Nein. So. Passt, wackelt und hat Luft. Eine Tür da drin möchte ich, also eine Tür da drinnen brauchen wir nicht. Okay, haben wir. Da liegt Milch. So, weg damit. Wir könnten natürlich... Ich überlege gerade, wie wir das am besten machen. Ja, du sollst hier nicht rumrennen und... Aber du könntest hier... Könntet einfach mal den Stoff hier herstellen, warum auch nicht. Natürlich nur, wenn ihr nichts anderes zu tun habt, bitte. Was macht er? Er macht ein Päuschen, okay. Gut, dann haben wir das. So, nächste. Wir fangen mal vorne an mit der Produktion. Waffenwerkbank bräuchten wir hier auch noch. Brauchen wir noch Metall? Haben wir, glaube ich, sogar da. So. Kommt hier hin. So, dann haben wir da unsere Waffenwerkbank. Dann haben wir... Primitive Werkbank war Start. Dann ging es zur hochwertigen Werkbank. Und den Rest haben wir jetzt hier von da. Da gibt es auch keinen zweiten. So. Die antike Bauteile brauchen wir ganz dringend. Wir könnten diese Steinstatue hier auch noch irgendwo hinbauen. Zum Beispiel hier. Einfach. Oder nee, die kommt einfach hier an den Rand. Von unserem Lager. Da, bitteschön. Können wir mal bauen. Oder nee, die produzieren nicht von alleine, ne? Schade. Okay. Statue haben wir dann auch. Hörsphäre brauchen wir nicht. Haben wir... Dings. Bootkasse haben wir. Piefam haben wir. Wie gesagt, antike Bauteile brauchen wir. Aufbewahrung. Da müssen wir noch einiges bauen, ja. Nahrung haben wir auch. Alles. Das brauchen wir. Heiße Quelle. Pearlsaft. Pearlsaft haben wir drüben. Dann können wir hier eine heiße Quelle schon mal bauen. Weiß nicht, ob wir jetzt sogar zwei heiße Quellen bauen sollten. Macht ihr schon wieder Mist?
Anscheinend schon. Jedes Mal, wenn ich komme, sieht es so aus, als wenn ihr hier irgendwas Böses fabriziert habt. So, nimm mal mit rüber. Metall. So. Ein bisschen Metall können wir hier. Also wir haben hier zwei Antike gerade mal. Das reicht nicht aus. Das reicht nicht aus. So, wo ist der Pörsaft? Ich darf von 20... Ach komm, wir nehmen den kompletten mit rüber. Weil drüben werden wir definitiv auch... Yeah. So. Na, wie heißt's? Unsere Hauptproduktion haben. Ich weiß nicht, ob das Fließband schneller ist. Das kann ich halt überhaupt nicht beurteilen. Da ist aber noch was, was ich habe, was ich mir fangen kann. Ich muss ja nicht anfangen abzuhauen. Was? Komm mal runter. Lern mal treffen. Ja. Na? Treffen lernen. Also. So, weil dann haben wir wieder eine Elektrodrüse und wir können die jetzt verkaufen. Das ist ja das Schöne. Wir fangen sie, also wir können sie töten, kriegen eine Elektrodrüse, oder wir fangen sie und können sie dann verkaufen und kriegen eine Elektrodrüse. Und wir haben die Chance, dass wir vielleicht sogar einen bekommen, der irgendeine also unten bei diesen passiven Fähigkeiten richtig, richtig gut ist. Aber okay, die sind nicht gut, der ist auch nicht gut. Haben wir zumindest 5 schon mal wieder, die wir verkaufen können. Guck mal, jetzt sitzen hier auf einmal 3 Mann dran. Mhm. So. Ja, alles eingesammelt. So. Können wir nämlich hier schon mal Wolle, Zement. Du kommst woanders rein. Das ist eigentlich ganz gut so. So. Das passt eigentlich so. Okay, halt. Wir haben noch Steine mitgebracht. Obwohl wir hier 2 Steinhauer... Na gut, wir haben ja auch 2... Nee, 3 Steinhauer haben wir hier sogar. Und 2, die dauerhaft Steinhauen, machen wir hier ziemlich wenig. Haben wir eigentlich noch Getreide? Viel Spaß. Pearl-Freunde extrem. Ah ja. Oh, die können ja nur über diesen Weg hier kommen. Das ist das eins der wenigen schönen Dinge. Die nicht angreifen? Oder müssen die erstmal in unser Lager kommen? Das kann sein. Wie die hier, also ihr sollt die nicht hier durch die ganze Gegend scheuchen. Oh, die hauen ab, oder? Ich mache ja so gut wie keinen Schaden an denen.
zu Helia bin, Mann. Wo ist denn da noch einer? Ach, da. Okay. Das mit diesen Sphären, das muss ich nochmal... Also, das habe ich immer noch nicht verstanden, wie das funktioniert. Ich kann, glaube ich, meinen einzelnen Sphären zuordnen. Da, geh rauf. Ich glaube, ich kann ihn irgendwie, aber ich weiß noch nicht wie. So, wenn ich jetzt, wir können ja mal gucken, wenn ich jetzt hier, ich bin im Pearl. Nee. Die Frage, wo? Da steht ja da, bei diesem hier. Die Seele eines verschiedenen Pearls. Opfere sie einer Statue der Kraft, um ihr vorübergehendes Potenzial zu fördern. Warte mal, wenn ich jetzt hier rangehe. Kann das, oder? Absteigen? Nee, ich will absteigen. Okay. So. Bin. Pearl verstärken. Oh. Oh. Okay, das bedeutet was? Ich hätte jetzt gesagt, ich verstärke. Ja, ihn. Ah, okay, wir brauchen erstmal die blauen, dann können wir... Okay, ich verstehe. So, Strom ist wieder voll, okay. Jetzt verstehe ich, wie es funktioniert. Oh Mann. Also wenn ich Sphären dabei habe, gibt er mir nur die Option. Deswegen habe ich... das bisher nicht gesehen. Ah, das muss einer doch einem sagen. So, dann. Wie sehen unsere Eier aus? Ei, 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 was sehen wir da? Sie sind fertig, sie sind fertig. Gucken wir irgendwas Wassermäßiges. Oh. Okay, ist ein neues. Hört sich gut an. Haben wir zweimal bekommen. Ein Penguin. Ist das die Weiterentwicklung von unserem Pinguin? Er hat zweimal und er hat Bergbau. Bergbau auf 2, Gießen auf 2, Frosty auf 2. Braucht sehr viel. Gießen hat er. Eigentlich ist es... obwohl, so gut ist das gar nicht, weil ich bräuchte eher zwei davon. Wegen dem Gießen. Okay, wir könnten aber ihn hier rausnehmen und ihn reinnehmen. So, was macht ihr denn? Oder wer ist denn was? Du bist ein Drachengeborener, okay. Und du bist ein cooler Typ. Ich nehme mal den... Ja, wen nehmen wir denn von ihnen? Eigentlich nimmt sich das nicht wirklich viel. Also dann würde ich tatsächlich ihn rausschmeißen. Und sogar ihn rausschmeißen. Und hoffen. Dass sie ordentlich, weil ordentlich machen. Dass er nur noch Bergbau macht. Guck uns. Oh, guck dir mal die beiden Dicken an. Weil die haben
2 Bergbau. Ich gehe davon aus, dass dadurch es schneller abgebaut wird. Ich hoffe es. So, jetzt muss ich nochmal hier unten reingucken. Unten. Da wurde nämlich auch einiges reingepackt. Was da nichts zu suchen hat. So. Ja, dann so. So. Okay, du, genau, ein. Dann haben wir nämlich mehr als genug von den Leuten, die wirklich hier Wasser spritzen. Wir bräuchten Mehl. Haben wir doch. Wir bräuchten eine Lagerstätte, wo wir Sachen lagern. Dann würde ich ja fast mal sagen... hallo? Jetzt da noch eine Wand reinziehen, dann können wir hier ein Lager aufbauen. Und zwar... Ja, die Schränke sind einfach das, wo am meisten reinpasst. Muss man jetzt so sagen. Nägel haben wir. So. Der ist schon Stufe 2. Wo ist der andere? Der ist auch schon Stufe 2. Also die steigen auch jetzt am Anfang wahrscheinlich relativ schnell auf. Wie sie alle dran hämmern. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Danke. So, jetzt kann man nämlich hier schon mal die Drüsen. Dann packen wir hier auch das Antike mit rein. Wir brauchen das... Oh, stimmt, wir wollten ja hier Dings bauen. Fällt mir gerade so ein. Wir wollten Infrastruktur, wir wollten heiße Quellen bauen. Wenn möglich 2 Stück. Dann können sich nämlich immer 2 ausruhen. So. Wie ideal wäre das, wenn das jetzt hier so hinpasst. Gucke mal, ihr kriegt 2 Bäder von mir. Sehr schön. So, wir haben bei den Pinguinen, da müssen wir mal gucken. Bei den Pengos oder wie die heißen. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo sind sie denn? Die waren tatsächlich die 11, die uns gefehlt hat. Dieses Pearl ist mit Pingulat, also mit dem da, verwandt, sag ich ja. Genießt aber die Aufmerksamkeit, die er dadurch bekommt und spielt mit Freude in den Part. Eist, mögliche Beute, Eisdrüsen und Pengard Federschmuck. Aha. Okay, und was ist die Partnerfähigkeit? Das stand jetzt da nicht. Kühner Meeresbezwinger. Was auch immer das bedeuten mag. Ja, Stufe 3. Jo. Die, also sie steigen auf. Da ist aufgestiegen, perfekt. Ja, die ernten halt auch mit, ne? Das muss man jetzt auch sagen. Das finde ich zwar nicht ganz so praktisch, aber es ist besser, als wenn die gar nichts... Also wenn wir verschiedenste haben. Ah, guck mal, der erste ist schon am Baden. Das war so klar. Aber den zweiten Schrank wolltet ihr nicht bauen bisher. Ich hätte vielleicht mal erst den hier bauen sollen, ne? Weil eine Minute 30... Ist ein bisschen lang. Haben wir noch eins dabei zum Bauen? Ne, da komm hier. Vielleicht kommt ja noch jemand dazu. Eigentlich müsste ja der Pinguin dazukommen. Gesund und munter. Oh, wo ist der? Hilfst du mir? Nee. Warum machst du das? Wo ist der Pinguin? Wo ist der Pinguin? Jetzt ernsthaft, wo ist der Pinguin hin? Ist ja nett, dass du die Arbeit übernimmst, aber ich suche immer noch unseren Pinguin. Im Wasser ist er nicht. Da hinten hat wieder einer Holz gehagelt. Da, hinten rum. Ganz verzweifelt. Ich würde sagen, er hat ein Problem.
Damit nicht aus Versehen. So, Eck-Dinger fehlen noch. Das wäre geil. So. Ja, er hängt fest. Das passiert leider auch manchmal, dass die festhängen. Da muss man sie kurz nehmen und wieder rein neu einsetzen. Fangen sie nämlich direkt an loszusprinten. So, ihr könnt da rein. Du kannst da rein, du kannst da rein. Du wirst wieder verarbeitet. Es ist so nett von dir, dass du das machst. Ernsthaft. Denn das packen wir auch einfach hier mit rein. So, und bauen. Ja, komm, wir bauen den jetzt zu Ende, wenn hier keiner kommen möchte. Ich habe keine Ahnung, wo die alle sind. Die unterstützt jetzt auch gerade keiner, ne? Wie man sieht. Kann daran liegen, dass da schon ein Schrank steht und die nicht rankommen. Also wir können ja mal kurz... Ne, jetzt kommen da welche. Oh, jetzt kommen da welche. Ihr hattet andere Aufgaben, okay. Und Pengo hat natürlich wieder Hunger. Kaum angerannt, den Hammer geschwungen. Erstmal essen. Das Schlimme ist, wir haben jetzt 4 Mann mit Wasser und 5 Mann, die gießen können. 3 davon können hacken und sollen auch hacken. Und einer, also eigentlich soll er hier nicht das machen, aber okay. Eigentlich, aber ist in Ordnung. Kann man machen. So. Genau, packen wir dich wieder weg. Wo man die hacken wieder. Sehr schön. Und er. Kann er noch dazu? Also 3 Mann passt. 3 etwas robustere. Er ist Level 4. Er ist auch Level 4. Perfekt. Wankelt und hat Luft. So, wir haben euch. Jetzt muss ich kurz überlegen. Wir wollten hier nicht Pfannkuchen machen, sondern... Doch, Pfannkuchen wollten wir hier machen. Pfannkuchen. Milch und Pfannkuchen. So, ist das nächste. Metall haben wir nicht mehr zum Verarbeiten. So, dann gucken wir nochmal durch. Wir haben jetzt die Gewässer gebaut, was gut ist für uns. Obwohl ich manchmal am Überlegen bin, brauchen wir davon mehr? So, haben wir. Infrastruktur haben wir. Wir bräuchten noch ein paar Pearlbetten. Können wir sogar bauen. Wir haben, jetzt müssen wir mal gucken. Betten haben wir 16 und 14 Pearls. Das ist gut. Da kommt noch ein Bett hin. Da kommt noch ein Bett hin. Dann bauen wir noch ein Bett. Und da. Ja, es sind jetzt nur 4, weil ich eigentlich wollte ich die ja so dazwischen haben, aber irgendwie geht das nicht ganz so auf, wie ich mir das denke. Vielleicht kann man. Ja, die sind leicht nach links versetzt, das stimmt schon. Jetzt irgendwie, ja, könnt ihr mal kurz aus dem Weg gehen? Danke, ihr seid Schätzeleins. So, wenn ich dich jetzt so. Ah, passt das doch, oder? Sieht doch gut aus. Da noch eins. Dann geht's, glaube ich, wieder auf. So, denn. Du wirst abgebaut. Du wirst abgebaut. Du wirst abgebaut. Du wirst abgebaut. Dann haben wir 14 Betten. Damit 15. Okay, passt auch. Beleuchtung. Brauchen wir hier eine Beleuchtung? Wir könnten hier... Nee, die wollen ja hier... Eigentlich wollen die hier schlafen. Da brauchen sie keine Beleuchtung. Hätte ich jetzt gesagt. Wir könnten natürlich hier eine
hier eine Fackel hinbauen in der Mitte. Damit die hier beim Baden, falls es doch mal düster ist oder Sonnenfinsternis oder dergleichen, was sehen. So. Sehen die auch was. Sehr schön. Dass sie immer alles liegen lassen müssen. Aber gut. Sammeln wir halt alles auf. Dann habt ihr morgen früh nichts mehr zu tun. Ist doch auch so was. Haben wir wieder eine Milch. Also zwei Kühe wäre ja ideal, ne? Mehr brauchen wir dann wirklich nicht. So. Bap, bap. Und dann können wir noch einen Auftrag wieder geben. Obwohl, das können wir eigentlich auch wegpacken. Wir haben wir hier noch. Guck mal, wir packen jetzt dich da rein. So, ich würde bei mir noch. Warte mal, die Eier sind ja auch nicht mehr ready. Warte. Nee, wir müssen den Eierschrank wegpacken. Und dafür kommen hier diese Blaupausen rein. So. Hopp. Jetzt weg. Hier ist der Eierschrank wieder. Wir haben ja nicht mehr viele. So, jetzt braten wir mal von denen die drei aus noch. 10 Minuten. 10 Minuten. 10 Minuten. Okay, haben wir das auch. Hi, Fossi. So, dann. Guti. Da können wir hier auch erstmal die Medizin reinpacken. Wir müssen wieso von drüben alles herholen. Metallregal. Wir hatten in so einem Holzregal, glaube ich, die Medizin reingepackt. Aber das finde ich nicht schön. Außerdem passt da ja nicht so viel rein. Also der antike Holzschrank ist schon der, wo am meisten reinpasst. Wir können ja mal drüben schnell nochmal gucken gehen. Und die Seelen müssen wir noch holen. Oh ja. Die Seelen, damit wir endlich mal aufwerten können. Dann müssen wir mal gucken, wo wir die Seelen herbekommen. Okay. Lassen wir erstmal da. Oh. Oh, da ist leer. Ist leer. Da war die Medizin drin. Es hat halt nicht so viele Fächer. Das hat genauso viel. Oh, da haben wir noch was zum Verkaufen. Sehr schön. Unsere alte Ausrüstung. Können wir auch schon mal mit rübernehmen. Ich glaube, hier werde ich umbauen komplett. Einfach nur auf praktikabel machen. So, dass wir hier die Grundversorgung an Nahrungsmitteln haben. Obwohl, eigentlich brauchen wir den gar nicht, fällt mir gerade so ein. Weil die machen, also, das ist unser Hauptstützpunkt. Und dann würde ich nämlich gucken, dass wir hier, auf diesem Plateau haben wir Eisen. Ganz viele Eisenvorkommen. Dass wir irgendwie hier eine Basis bauen, auf dem oberen vielleicht. Was noch, oder auf eine Treppe runter, sodass die dort Eisen abbauen können. Das wäre noch so ein Plan. Aber dafür brauchen wir erstmal noch Stuff. Und zwar genug. So, das waren die Eier. Hier können wir die Materialien reinpacken. So. Ja, da können wir auch die Knochen und so mit reinpacken. Das kriegen wir ja auch von den Perls. Nein. Da gehören keine Steine rein, du Ratte. Mann. Kann mir mal einer sagen, wo man vernünftige Angestellte findet? Die sind ja hier alle zum Heulen. So. Das Problem ist, ich habe, glaube ich... Ach nee, du bist ja hier eingesetzt. Perfekt, komm mal her. Obwohl, nee, wir verstärken erstmal unseren...
Ey, du hast auch schon wieder Probleme mit dem Transport. Hör auf zu transportieren und hau. Gib mir die Zeug. Komm her. Ah, ja, genau. Renn weg. So, ist dunkel. Obwohl, nee, dann machen wir das beim nächsten Mal. Dann machen wir beim nächsten Mal ein wenig Pearl-Verstärkung. Und zwar würde ich den unseren Dicken verstärken wollen. Der ja wieso meiner Meinung nach mit einer der stärksten ist gerade. Hier unser Gumus. Also, wo ist er denn? Da. Unseren kleinen. Unseren kleinen Blupsi-Bupsi. So. Was auch immer er gerade macht. Ach, er sieht. Oh, ja, dann macht das. Gegrillte Beere. Haben wir noch Essen dabei? Ja. Mehr als genug. So, dann packen wir die Seelen erstmal weg. Die packen wir hier bei den Eiern mit rein. Problem ist, wir brauchen... Naja gut, mehr, wir brauchen nicht mehr Lagerfläche. Ich habe ja hier... Eigentlich habe ich ja mehr als genug. Okay. Hm. Gut, dann beenden wir die Folge für heute und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Daher danke fürs Zusehen und tschüss.